stirbst du auch ständig in Phasmo. In diesem Video bekommst du 10 hilfreiche Tipps, wie du in Phasmophobia überleben wirst. Es gibt viele Gerüchte und Irrglauben zu Phasmo und den Geistern. Darum soll dieses Video ein paar von ihnen zerstören. Mit diesen Tipps überlebst du. Erstens, Geister werden während der Jagd schneller, wenn sie dich längere Zeit sehen. Die einzigen Ausnahmen sind hier der Taie und der Revenant. Also, brich die Sichtachse, indem du in einen anderen Raum gehst und dich dort versteckst. Zweitens, du kannst während einer Jagd den Geist in deiner Nähe hören. Ist er sehr nah oder sieht dich sogar, hörst du deinen Herzschlag und weißt damit, du solltest jetzt besonders vorsichtig sein. Drittens, geh in deinem Versteck in die Hocke, um schwerer erkennbar zu sein. Selbst ein Haufen Kisten hilft dir nichts, wenn dein Kopf rausschaut. Viertens, mit einem aktiven Räucherstäbchen kannst du ganz kurz, das heißt für etwa 1 bis 2 Sekunden, durch den Geist durchlaufen, ohne dass er dich töten kann, um dich anschließend zu verstecken. Geister wie der Moroi sind besonders empfindlich und die Wirkungsdauer beim Räuchern ist sogar etwas erhöht. Fünftens, Geister können in der Jagd geschlossene Türen öffnen. Sie suchen das Haus nach dir ab. Sollte der Geist die Tür zu deinem Versteck, etwa einem Wandschrank, öffnen, kannst du die Tür, wenn du schnell genug bist, auch einfach wieder zumachen, ohne entdeckt zu werden. Sechstens, der Geist hat eine 360-Grad-Sicht. Er sieht also auch, wenn du hinter ihm herumschleichst. Du solltest dich also nicht an ihn ranschleichen oder versuchen, ihn von hinten einfach auszuweichen. Das klappt nicht. Siebtens, wenn der Geist dich gesehen hat und du ihn räucherst, helfen dir Räucherstäbchen nicht lange. Er dreht zwar kurz um und läuft in eine andere Richtung, aber sobald die Wirkung weg ist, kommt er direkt zu dir zurück, weil er nach wie vor weiß, wo du bist. Du solltest die Zeit also nutzen und dir ein anderes Versteck suchen. Achtens, eingeschaltete elektronische Geräte in deiner Hand verraten deinen Standort. Wirf sie weg oder wähle ein ausschaltbares Gerät wie die Taschenlampe. Das gilt bei allen Geistern und nicht, wie viele glauben, nur beim Raiju. Neuntens, beste und blickdichte Gegenstände sind als Versteck geeignet. Etwa Küchentheken, Regale, teilweise auch Sessel oder Sofas. Pflanzen und Stühle aber nicht. Kannst du durchschauen, kann auch der Geist reinschauen. Zehntens, mach Push-to-Talk an. Je nach Einstellung hört der Geist dich reden, wenn du keinen Push-to-Talk nutzt. Also sei im Versteck leise oder nutze Push-to-Talk. Es besteht schon lange das Gerücht, dass der Geist dich während einer Jagd immer hören kann. Das ist aber nicht korrekt, wenn du Push-to-Talk nutzt. Hast du noch mehr Fragen zu Phasmophobia, wie du während der Jagd entkommst oder ähnlichem? Schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn diese Tipps für dich hilfreich waren, schau dir auch gerne meine anderen Phasmophobia-Guides an und lass ein Abo da.